Mahlzeit, Freunde. Wir sind wieder zurück in der grünen Hölle. Neue Aufnahmesession. Neue Aus, was ist das denn hier? Neue Ausleuchtung. Und ja, wir wollen mal gucken, ob wir heute ein bisschen Challenges machen können. Oder in etwa dieses normale Endlosspiel, dieses normale Survival Game. Und da könnten wir dann mal gucken, ob wir nicht letzten Endes noch diese Ureinwohner finden. Oder wie viel Content hier im Endeffekt schon freigeschaltet ist. So, wir fangen an nach dem Intro. Bis gleich. Wir steigen ein, wir gucken mal die Challenges an. Und zwar Campfire. Find a campfire and light it up before the plane arrives. Wir haben quasi 3 Tage Zeit. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, muss ich das nicht finden, sondern einfach nur bauen. Ne? Ein Campfire within 3 Days zu bilden, ist jetzt nicht ganz so heavy. Aber wir wollen das Ganze mal nicht unterschätzen. Ne? Also wir wurscheln jetzt hier nicht rum. Wir gucken mal, ob wir in dieser Folge wirklich alle 3 Challenges zu Ende gemacht kriegen. Wäre auch geil, wenn man das nacheinander ausführen könnte, alles. Ladebildschirm. B2, die Stärke dieses Bleistifts. Sehr weich. Wie war das denn nochmal mit HB und B und H? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sieht das Bild ganz cool aus. So, da starten wir rein. Notebook, New Entry, Campfire. So. Was brauchten wir denn nochmal alles? Stone Blade. Oh shit, ist das hier mit Kämpfen verbunden? Kann ich gegen den Baum hauen? Nein, natürlich nicht. Was ist das denn? Okay. Also, es ist schon wieder sehr atmosphärisch. Weak Torch. Ach du Scheiße. Ich habe natürlich schon wieder alles vergessen, was ich gestern. Ja, ich habe gestern aufgenommen. kleiner Zeitsprung. Was ich gestern aufgenommen habe. Da vorne ist erstmal Wasser. Ich weiß, dass wir Wasser nicht normal trinken dürfen, deswegen. Hut Shelter. Okay. Die können wir essen. Nee, ist immer noch unknown, oder was? Ist das was anderes? Alter. Da sitzt einer. Fuck, das ist nicht cool. Ich könnte hingehen und gucken, wie er mir gesonnen ist. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das will. Vielleicht gehen wir mal woanders hin. Was ist das denn hier? Stone Trap. Oh shit, das scheint doch schon eventuell so ein bisschen zu sein wie The Forest. Ich dachte ja eigentlich, es wäre komplett anders. Aber pff, gut, ich wäre auch nicht abgeneigt, das Ganze in einem anderen Szenario mal auszuchecken. Quasi mit anderen, ja, wie soll ich sagen, anderen. Oh, okay, wir haben keinen Space mehr. Mit anderen Gegebenheiten hier, ne? Man hat schon so wieder diesen. Was passiert als nächstes, Flair? Alles klar, dann wollen wir mal gucken. Wow. Na, du Kleiner? Ey. Okay, wir gucken erstmal, was ist hier überhaupt los? Expand Harvest? Light up Campfire. Okay. Ich muss erstmal jetzt diesen Crafting-Stein rausholen, hat es ja geheißen, ne? Dann brauche ich Craft, Craft. Da ist doch irgendwas. Ach so. Craft. Ach so, nee, Moment. Den habe ich jetzt da wieder weggenommen. Ich muss den schon hier hin machen, oder nicht? Oder wie, oder was? Hä? Moment. Was ist denn hier los? Oh Gott, schon wieder dieses Tapir-Dingen. Okay, ich muss hier erstmal weg. Er hat Durst.
Ich muss hier erstmal weg. Da vorne, wo dieser Typ war, da fühle ich mich jetzt nicht ganz so sicher. Deswegen gehe ich mal in die entgegengesetzte Richtung. Wow. Manchmal kennt man ja so Filme, da wächst in diesen Schluchten hier irgendwie eine außergewöhnliche Pflanze. Vielleicht habe ich auch viel zu viele Filme geguckt. Das kann natürlich auch sein. Oder geschoben. Wer weiß das schon. So, weiter geht's. Irgendwo, wo ich sicher bin. Irgendwo, wo Wasser ist. Das hier sieht aus wie ein ausgetrocknetes Flussbett. Ey, und wie übelst geil es einfach aussieht. Gut ist auf jeden Fall schon, dass wir wissen, dass es hier Tiere gibt. Alles für ein Campfire. Moin, grüß dich. Alles für ein Campfire hätte ich, glaube ich, auch am Start. Ey, und wir müssen übelst aufpassen auf diese Schlangen. Wie wir ja festgestellt haben. Hier sind diese gelben Blumen. Das heißt, hier müssen auch irgendwo diese anderen Pflanzen in der Nähe sein. Okay, wir suchen mal einfach hier ein bisschen weiter. Hier liegt schon wieder ein Toter. Was ist denn damit? Mit denen. Warum fallen die denn hier einfach von den Bäumen? Schon sehr ungewöhnlich. Wow, da vorne fliegen welche. Da ist wieder so ein Tapir-Gedöns. Hey, ohne Scheiß. Ich würde mir so in die Hose schlendern, wenn ich in so einer Situation wäre. Ja, jetzt regnet's. Jetzt könnte ich hier eigentlich irgendwas aufstellen. Was ist das denn hier? Alter, wie geil es aussieht. Okay, wir brauchen anscheinend irgendwas zu trinken. Was ist das denn da oben? Ist das eine Struktur oder ist das ein Stein? Vielleicht ist es beides. Nee, das sieht aus wie, wow, hier unten liegt auch ein Flugzeug. Nee, das ist ein Teil vom Flugzeug. Und da oben ist der Rest vom Flugzeug. Das ist ja krass. Wow, und hier ist eine Höhle. Was? Maden! Was geht hier denn ab? Ich hab ein Campfire Ash Obsidian Stone. What the fuck? Oh. Ja, ich könnte das Ding jetzt hier plündern. Ich könnte aber auch hier bleiben. Spoiled. Okay. Das kann ich noch taken. Das kann ich noch taken. Das kann ich noch taken. Draufhauen kann ich nicht. Okay. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Wie ging das nochmal mit diesem. Ach ja, genau. Warte mal. Ich mache jetzt erstmal hier. Handrail Stick und Small Stick. Genau. So, Craft. Bitteschön hier. Stick. Small Stick. Craft. Dankeschön. Da. War das was? Nee, ne? Es war kein Geräusch, was von außen kam, oder? Hoffentlich. Craft. Ja, Thirsty, ich weiß. Was haben wir denn hier? Small Fire. Schwupp. So, und die Sachen hier rein. Ein Stick fehlt. Alter, was ist das? Sind das Tiere? Ich habe immer übel Schiss, dass dieser Typ vorbeikommt und seine Hütte wieder haben möchte. Alles klar. Ich brauche noch Stöcker. Hier, bumm. Da haben wir unseren Stick. Banana Leaf. Ja, ist natürlich auch sehr verführerisch, wenn man so die ganze Zeit auf den Boden schaut, dann in irgendwas reinzulaufen, also in irgendjemanden vielmehr, ne? So, unsere erste Aufgabe ist es, wie gesagt, hier erstmal
das Campfire zu leiten. Was ist das denn da? Ist das ein Stein? Okay, ich sammle einfach weiter diese Stöcke. Ich bin nur zum Stöcke sammeln hier. Alles gut. Boah, okay. Ich glaube, ich habe jetzt ein paar Stöckchens. Nehme ich natürlich alles noch mit. Wir müssen Steine müssen wir sammeln für diese Waffen. Weil wir haben hier ja keine Machete oder so. Ne? Ist alles Bananen? Alter. Wie krass ist das Game? Also da haben sie sich mal echt irgendwie ein richtiges Schmuckstück zurecht geschustert. Er hat echt übel Hunger. Hier ist noch ein Stick. Steine, Freunde, Steine. Der Flusslauf ist fucking ausgetrocknet. Kann ich denn hier, was habe ich denn hier noch? So zum Mampfen. Can. Meat. Sport Banana. Harvest. Warum kann ich denn die Sport Banana harvesten? Was ist das? Ah, die kann man auf jeden Fall essen. Sanity minus 5. Beef Jerky. Coconut Flesh cooked. Okay, wir essen einfach mal dieses Zeug hier. Hydration plus 8. Coconut Flesh. Ja, alles cool. Und den Candy Bar, den hebe ich mir auf. So, wir sind ein bisschen besser hydrated. Ich wollte gerade sagen. Boah, ich habe. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe hier voll den Verfolgungswahn, Alter, in diesem Game. Ich will einfach nicht entdeckt werden. Genauso wie dieser Tapir. So, wir folgen mal hier so ein bisschen dem Flusslauf. Auf der Suche nach. Ja, scheiße. Ich will nicht Big Stone, ich will Small Stone. Where is everybody? Was ist da vorne los? Nichts, das ist ein Stein, ein Baumstamm. Man sieht hier auch nichts. Wow. Snake. Es wird auch schon irgendwie dunkler, habe ich das Gefühl. Steine. Was war das für ein Geräusch? Mann, hier muss es doch Stein. Nee, geben. Da vorne ist erstmal ein großer Klumpen. Vielleicht liegen da kleine vorne vor oder so. Ja, nee. Harvest. Moment mal. Stone. Oh, yes. Man kann sie harvesten. So war das. Ja, cool. Dann nehme ich jetzt natürlich erstmal einen dicken Schwung mit. Und renne wieder zurück. Boah, das sieht geil aus, wie die Sonne da so durchkommt. Sehr geil. Okay. Mann, ist ja eigentlich mega krass, ne? Dass wir jetzt so gut gestartet sind mit diesem. Oh, ich sollte nicht so viel rennen. Mit dieser Höhle dort. Zu euch kommen wir später, ihr kleinen Fruchtzwerge. Ja, wollen wir mal gucken, Mann. Der Typ da, der da direkt gesessen hat, der hat mir ein bisschen den Schiss in die Buchse gebracht. So, wir nehmen wieder Stein. Was soll das? Ach, da lag der erste normale Stein, oder was? 13, ja gut. Komm, ich möchte jetzt nach Hause. Genau. Einmal über den Baumstamm. Oh, ich könnte was hinlegen, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier so Kokosnussschalen hinlegen könnte. Ob das Spiel schon so heftig ist. So, hier ist auf jeden Fall noch niemand. Aber hier liegen Kokosnüsse. So. Use tool to create. Amber. Krass, wir sind genau passend zum Regen hier. Das sind erstmal die Steine. Okay. Ich brauche erstmal
das Notebook. Small Fire. Soll ich jetzt eigentlich den Rest einfach selber rausfinden oder was? Weil sonst habe ich hier nämlich noch keine Eintragung außer dieses Stone Trap. Big Stone, Alter. Small Shelter. Palm Leaves. Vielleicht kann ich das Shelter hier vorne vorbauen. Moment. Kann ich das Ding drehen? Nee, ich kann es wieder wegmachen mit Q. Ja, wieso kann das denn hier nicht hin? Ah, Rotate. Hä? Cut Plans? Achso, okay, gut. Das Spiel erklärt es aber wenigstens nicht schlecht. Das heißt, ich muss mir erstmal hier, jetzt erstmal hier, jetzt erstmal hier, jetzt erstmal hier, jetzt erstmal hier. Nimm. Hier, Werkzeug. Verschissel. Da. Expand. Use. So, was haben wir denn hier? Diese Feather. Expand. Craft? Nein. Shit. Expand. Drop. Moment mal. Drag Kindling from Backpack and drop on fire. Tool. Slot. Zu Startcampfire. Kindling? What the fuck is Kindling? Uhr blinkt da auf. Was ist denn Kindling? Obsidian Stone, Campfire Ash, normale Stone. Kindling from the Backpack? Kindling. Ist klar. Scheiße. Craft. Vielleicht mit einem Stein. Craft. Ach, guck. Craft, nein. Das removen. Sollen wir mal ein paar Stöcke einfach reinlegen? Craft. Remove. Small Stick. Aha, noch ein. Ja. Stickblade. Stickblade. Craft. Vielleicht mit Rope. Remove. Nee. Aber wenigstens habe ich jetzt ein Stickblade. Craft und Drop. Damit könnte ich bestimmt das Fleisch schneiden. Kann ich das nicht hier drauflegen, Alter? Remove. Also, hallo. Ist nicht, oder was? Craft. Nö. Das ist es nicht. Ja, wo ist denn Kindling? Ich muss das jetzt erstmal essen hier. Disgusting. Ugh. Ach komm schon. Proteine sind Proteine. Also, was habe ich denn hier jetzt noch? Ist eigentlich nur. Ich verstehe nicht, was er mit Kindling meint. Wir können ja versuchen, weiter zu craften. Stone. Vielleicht noch ein Stone. Stoneblade. Auch nicht schlecht. Weiter vielleicht mit einem Stone und einem. Nee. Und einem großen Stick. Zwei Sticks. Aha. Zwei Sticks. Rope vielleicht. Aha, Rope. Ja. Obsidian Stone? Ne. Normaler Stein? Nein. Da fehlt noch was.
Nicht die Vogelfeder. Scheiße. Das ist jetzt irgendwie doof. Es ist nicht der Stein, aber was kann es sein? Hoch. Noch ein Smosig? Nein. Mist. Das müsste doch eigentlich einfach nur Stein sein. Obsidian Stone, normaler Stone. Scheiße. Naja, was soll's. Wir haben erstmal ein Stone Blade. Equip. Oh, krass. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich hier irgendwas finde auf die Schnelle. Es ist natürlich schon dunkel. Fuck. Hier waren noch diese Palmendinger. Aber die waren schon weiter aus dem Boden raus, sodass man die ernten konnte. Ist das. Was ist hier eigentlich? Ein Stick. Ach, guck mal hier! Unsafe! Nee, das ist nicht so gut, wenn wir das jetzt machen. Unsafe war noch nie safe. Kannst du mal bitte hier hochgehen, du Kl. Was? Da ist er. Ich pisse. Alter, was geht? Mein Blade ist down. Craften. Craft, craft, craft. Ich dachte, ich hab das nicht mehr in der Hand. Alter! What the fuck? Alter, ohne Scherz. Hier der Moment, wo ich mich erschreckt habe. Alter, war das krass. Jetzt kann ich dem die Haut abziehen? You're getting weaker. Do restore energy. Use bed or press C and blazels stick blade. Ja, ich habe offensichtlich Wunden. Ziemlich schlimme Wunden. Und ich habe noch nicht dieses schäbige Blattwerk gefunden. Es war bei den gelben Blumen, hat die Olle gesagt. Das heißt, ich werde gleich definitiv down gehen, oder was? Scheiße. Ich brauche unbedingt diese Pflanze. Da ist sie, oder? Ich habe keine Energie mehr. Meine Energie ist so... Nee, Banane war das. Ich glaube, ich lege mich gleich einfach hin zum Pennen hier, ey. Fuck, also gut. Fürs nächste Mal wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Oh, ich habe einen Egel am Start. Wie kann ich das denn nochmal machen? Ich inspiziere mich. Rotate. Aha, okay. Hold. Okay, da unten ist eine Wunde. Da oben ist eine Wunde. Da ist eine Wunde. Und da haben wir Egel. Die kann man so abziehen. Okay, das wollte ich wissen. Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier irgendwie diese Pflanze finden. Mann, so ein Scheiß. Kann die nicht einfach auch hier vor der Haustür sein? Warum greift er mich denn an? Also wäre ich da hingerannt, während wir am Anfang da rausgekommen sind, wäre ich ja safe direkt down gegangen. Was haben wir hier denn jetzt für Blätter? Quassia amara. Was auch immer es heißen mag. Mann, ich brauche hier diese langblättrige Pflanze, die zwischen den gelben Blumen wächst. Das kann doch nicht die hier unten sein. Crab, Alter. Richtiger Crab. Oh, schlecht. Des Weiteren, vielleicht kann ich ja gleich einfach wieder spawnen. Ich glaube aber eher weniger. Haben wir hier nicht irgendwo Dry Palm Leaves? Natürlich nicht.
Da ist eine Stange, sehr gut. Du findest sie zwischen gelben Blumen, hat sie gesagt. Das ist sie nicht. Ich bin schon richtig im Arsch, Mann. Small Leaf Pile. Ah, ich bin schon richtig im Arsch. Fuck, ich finde diese Pflanze jetzt nicht. Mein Herzschlag wird auch immer langsamer. Ja. Vielleicht kann ich die noch aufknacken. Take. Mampfen. Alter, ich hab Knochen. Drink. Harvest. Eat. Und nochmal essen. Alter. Human Meat. Wie eklig. Mann, okay, hier sind wieder Pflanzen. Boah, Schlange. Und warum ist es so fucking dunkel? Ist das die Nacht? Soll das die Nacht sein? Es war eine helle Nacht. Helena. Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Lock? Light up Campfire? Lol, das hier ist das Campfire, was ich leiten soll, und zwar ab. Ja, aber wie soll ich das denn machen ohne Axt? Und mit dieser Energie, wo bin ich denn hier auf der Karte? Habe ich eine Karte? Campfire 1, 41W, 22S. Habe ich irgendwas, um rauszufinden, wie ich das rauskriege, was es ist, wo es ist, wie es ist, was es ist? So ein Crap. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das lange dauert mit unserem Sterbeprozess hier. Ich hätte eventuell genug Zeit. I need to rest. Du olle Funz. Ah. Ich sterbe doch. Komm, okay. Ach, bis da hinten hinlaufen kann ich jetzt auch nicht, aber ich bin sowas von down. Vielleicht muss ich mich echt einfach nur hinlegen und am nächsten Tag geht's mir besser. Ich glaube zwar kaum, aber das war die Schlange. Pick up. Kann ich damit craften dann? Nein, alles klar. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt echt beschissen gelaufen, Mann. Ah, guck mal, hier sind zum Beispiel Dry Leaves. Ja, warte. Wir haben noch einen, Alter. Guck mal, er ist schon übel down mit einem Schlag. Ja, okay, komm, das hat jetzt keinen Zweck. Ich springe hier nur kurz rüber und dann lege ich mich dahin. Und dann werden wir sehen, was passiert, ob ich den nächsten Tag aufwache mit ein bisschen mehr Energie, das mir dann ein bisschen Zeit verschafft, quasi um die Medikamente zu suchen. Medikamente in Anführungszeichen. Halt diese Blätter. Komm, das take ich nochmal. Ach so, ja, Campfire. Ach, verdammte Scheiße. Hold to sleep. Ist schon krass. Sieht schon ganz gut aus. Guck mal, meine Energie ist. Okay. Ja, das war dann mal, würde ich sagen, unsere erste Challenge. Wir werden versuchen, in der nächsten Folge das Ganze ein bisschen schlauer anzugehen. Und zwar ohne, dass wir gecasht werden. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo das Campfire ist. Und werden es irgendwie hinkriegen, das anzuzünden. Ich glaube, ich suche mir mal irgendwo ein Rezept raus für eine Axt. Wenigstens. Ne? Okay, Friends, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denne.